Moin zusammen. Wir haben heute eine ganz andere Aufgabe uns gestellt. Wir sind unterwegs und zwar Jasmunder Bodden auf Rügen. Ich zeige das mal hier so ein bisschen im Hintergrund. Jeder wird so ein bisschen mitbekommen haben, was da aktuell passiert ist. Und genau deshalb sind wir hier, das Riesenfischsterben. Wir haben gesagt, wir gucken uns das mal aus der Nähe an und wir gucken nicht nur, sondern wir wollen auch zupacken und ein bisschen helfen. THW ist vor Ort, viele Helfer sind vor Ort und schon die ganzen Tage dabei. Und heute habe ich als Verstärkung mitgenommen den Svenny, den verlinken wir nochmal auch unten mit seinem Instagram-Kanal. Ja, den werdet ihr gleich nochmal ein bisschen genauer sehen. Also, wir gucken mal, was wir hier so helfen können. Vielleicht zeigen wir noch ein bisschen mehr. Vielleicht noch mal eine kurze Zwischenfrage an euch. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr denkt, woran es liegt, dass jetzt so viele Fische hier auf einmal verstorben sind. Es gibt ja verschiedene Theorien, aber was denkt ihr? Ja, nun stehe ich hier mit Heiko. Wir sind ja gerade erst angekommen hier an der Stelle in Rügen. Man muss so sagen, Katastrophe hat wahrscheinlich auch jeder mitbekommen. Hier ist riesen viel los, was hier der THW aufgefahren hat, um überhaupt erstmal zu gucken, wie ist die Sache, was muss gemacht werden und so weiter. Neben mir, Namensvetter. Lass mal schnell die zwei, drei Autos durchfahren. Ja, neben mir, wie gesagt, Namensvetter Heiko. Moin nochmal. Wir hatten uns eben gerade schon mal ein bisschen unterhalten, wie ist denn jetzt aktuell noch die Lage? Ja, ist schwierig. Also zur Länge vielleicht ein paar Wörter. Wir haben am Montag angefangen mit den Kollegen auch vom Angelverband. Waren viele freiwillige Angler hier, die geholfen haben. Da waren es knapp 12 Tonnen. Ja. Gestern auch wieder knapp 12 Tonnen. Alles durch die Bank weg. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich esse gern Fisch, aber so viel Fisch, alle, also ich habe ja noch nicht so viel Ahnung, manchmal Brassen und Hecht und Zander und alles, was, selbst Aale waren dabei, da haben wir uns gestern mit dem Förster unterhalten, den wir in der Nähe getroffen haben, der quatscht mit Förster, mit dem Jäger, der sagt auch, also wenn der Aal schon, der kann einiges abholen, ne? Also er sagte, bis die dann, ob es gehen, ja, wir machen heute noch, also sind dann drei Tage im Prinzip am Stück hier gewesen, haben jeden Tag ungefähr 12 Stunden, die Leute draußen gehabt, wie gesagt, Montag noch mit Unterstützung von vielen anderen Freiwilligen. Ne? Nochmal recht herzlichen Dank dafür, hat wirklich viel geholfen den Tag. Es ist echt super gewesen, lief auch gut zusammen. Wir wollen ja auch gleich noch ein bisschen anpacken und jetzt kommt schon wieder das nächste Auto. Wir warten noch zwei Sekunden. Ja, so wie Heiko sagte auch im Vorgespräch gerade eben schon mal, es sind, glaube ich, viele große Fische, sehr viele kleine Fische. Also ist auch komisch. Also wir hatten gestern einen Kollegen mit bei von uns, der hat einen Hecht gehabt, 1,50 Meter. Also das waren wirklich riesen Kaliber, die da drin waren. Ne? Also ich, wie gesagt, komme von der Insel. Ja. Erstmal habe ich gelernt, wie groß der kleine Jasmunder Bodden ist. Das ist Wahnsinn. Also es waren wirklich nur 43 Kilometer, hat er vom Umweltamt gesagt. Was da tatsächlich, Biosphäre war gestern auch schon unterwegs. Die haben eine Stelle abgesammelt. Da hat er gesagt, das sah heute wieder aus, als wenn da keiner war. Ja. Ne? Gestern in dem Bereich, wo wir heute nochmal lang geht, waren wir auch. War gestern mehr, Montag war er noch vorne, heute liegt schon wieder. Ich habe gestern auch schon zu einem Kollegen gesagt, das sieht ja aus, als wenn hier eine Generation hops gegangen ist. Ja. Also wirklich alles, was große Tiere ist, schwierig. Was mich ja auch so wundert, es gibt noch gar keinen Abhandspunkt. Wir haben das gestern auch nochmal, weil ne, man will ja auch selber wissen, hat ja auch was mit Eigenschutz zu tun, weil wir auch immer nicht genau wissen. Also wie gesagt, Respekt vor den Fischern, die haben das alles mit der Hände. Ich meine, die sind wahrscheinlich zack schärfer, aber ja. Wir achten sehr auf Eigenschutz, da wollten wir, sind wir auch dran geblieben, dass wir selber wissen, gibt es schon irgendwas, aber weder Wasser noch irgendwann mehr Fische hat uns jetzt tatsächlich was ergeben. Also die Rätsel sind alle noch. Das ist unglaublich. Also vielleicht nochmal für alle, die ein bisschen Zeit haben und helfen wollen, gerne herkommen. Ihr, weiß ich, als THW, ihr macht heute erstmal Schluss wegen Wetter. Ne? Wir rücken heute erstmal ab, weil für Donnerstag Wetter ist ein starker Wind angesagt. Das ist dann unser Boot auch nicht mehr so gerade. Wie es dann weitergeht, ich weiß nicht, ob man selber was organisiert oder ob man sich nochmal an Stalu wendet. Wir sind jetzt der Anforderer gewesen als zuständige Stelle und da vielleicht dann gesagt wird, wenn man jetzt wieder überhand nimmt, wie gesagt, die Kollegen sagen, weil das ist vielleicht ein Tag, aber heute schreiben, man weiß ja nicht, was kommt. Weil Takt ist auch eins, wir haben immer noch Tiere bei, wir sind noch nicht angekommen. Okay, alles klar, okay, dann gucken wir mal. Ja, im Hintergrund, wie wir
Also wir ziehen uns an. Übrigens wir, ich zeig mal kurz. Heute ich dabei und ich habe einen Typen dabei, der ist ein Kopf größer als ein Mensch. So. Warte mal. So, jetzt können wir das auch sehen, ob du mit drauf bist. Da ist er. Da ist also, von daher, Svenny, vielen Dank für deine Unterstützung, dass wir heute hierher fahren konnten. Gar und wir ziehen uns um und dann geht los. So, danke so. Auch nochmal an Heiko für das kurze Interview. Ja, wir gucken mal, was wir da jetzt noch so machen können. Da sind wir umgezogen, Warthose an, da auch Ausrüstung organisiert und dann geht's los. Wir haben dabei, wir haben gekriegt so eine Unterziehhandschuhe und nochmal ordentlich Gummis für oben drüber. Und mal gucken, also die wissen ja bis dato immer noch nicht so, wie wir gerade gehört haben, was die Fische haben oder was hier schiefgelaufen ist. Und von daher geht erstmal das natürlich auch vor mit dem Schutz. Sie haben uns nochmal einen ordentlichen Packen Tüten mitgegeben. Und für uns geht es jetzt auf, runter ins Wasser, gucken, was da losgeht. Geht das schon los mit dem Sammeln? Wir sind gerade ins Wasser rein und gleich die ersten Fische direkt vor den Füßen. Das ist echt unglaublich, was hier an Fisch drin liegt. Wenn man sich das mal überlegt, guckt euch mal an, wie groß die Fische sind. Und ich habe eine große Hand. Ja, also wirklich, so wie ich das schon sagte, Sven ist ein Kopf größer als ein Mensch. Und da liegt noch Unmengen liegen hier rum. Unglaublich. Ja. Echt traurig anzusehen, das Ganze. Und wir dürfen mal gespannt sein, was die Ursache nachher war. Ob die das auch wirklich rausfinden, hoffen wir mal drauf. Und nicht, dass sich das jetzt hier irgendwie rund um Rügen einmal rumzieht. Ein Fisch nach dem anderen. Hier vorne, da auch nochmal wieder zwei riesengroße, ob man das so sieht. Vor allem das Schlimme ist ja, das hätte der Fischer sonst in seinem Ertrag gehabt und würde davon leben. Ja. Da hängt ja nicht nur der Fisch dran, sondern hier auch Existenzen, ne? Selbst Kleinfisch. Das ist immer so mega. Bei den Flitten nicht ganz so schlimm. Aber guckt euch mal. Guckt euch mal hier. Mann, Mann, Mann. Schade um diese schönen Fische. Nur zum Heulen, man kann nichts anderes sagen. Ist Wahnsinn für jeden Angler, der kriegt den Trink ins Auge. Ist es so. Ihr seht also, wie wir uns hier durchkämpfen, um tatsächlich auch an die Stellen zu kommen. Und hier ist schon wieder die nächste Stelle. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Wahnsinn, 11 und so weiter und so weiter. Also es hört einfach nicht auf. Ich will beide jetzt erstmal schon mal ein bisschen außer Atem. Ja. Wir sind jetzt, was, eine ungefähr eine Stunde? Stunde. Stunde sind wir bei. Immer rein, raus und dann durchs Schilf warten. Und ihr glaubt gar nicht, was so ein bisschen Fisch an Gewicht auf die Waage bringt. Und dann müssen wir auch aufpassen, dass die Säcke nicht reißen. Also es ist unglaublich. Man sieht ja hier, der eine hat schon nicht mehr überstanden, der eine Sack. Ja, den guckt schon den ganzen Fisch raus. Den packen wir gleich nochmal um. Und es geht weiter und weiter und weiter. Das ist unglaublich, guckt euch das an. Eine größer als der andere und alle hier auf einem Fleck. Wir haben jetzt schon, das ist, glaube ich, die dritte Tüte, die wir jetzt haben, ne? Der dritte Sack und der wird jetzt auch voll, so dass man ihn gerade noch tragen kann. Man muss ja gucken, dass wir die auch aus dem Wasser rauskriegen. Also von daher, das ist wirklich... Das Schlimme ist, das hier ist der kleine Haufen. Wenn man da weiter sieht, da liegen welche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das hört nicht auf.
So, man sieht hier wirklich, wie der Fisch auf dem Boden schon liegt. Ja. Und Heiko muss sich die hochspielen. Ja, weil die Handschuhe einfach nicht lang genug sind, aber das ist egal. Also davon haben wir jetzt auch eine ganze Menge von der Größe schon eingesammelt. Oh, Wahnsinn. Aber lieber Handschuhe als nichts. Es ist schon mal gut, dass das THW die Handschuhe zur Verfügung stellt. Ja. Dass wir wenigstens ein bisschen Eigenschutz haben, weil halt keiner weiß, wo kommt es her. Jetzt braucht Heiko seine Füße eine. Alles voll. Das gesamte Schiff, alles voll. So, aber nützt nichts. In die Hände spucken, weiter geht's. So, da holt er jetzt die nächsten Fische raus. Unglaublich. Wahnsinn, was hier leider tatsächlich ganz viel an Fisch rumliegt. Gleich erstmal die Tüte hochbringen, weil ansonsten können wir die gar nicht mehr tragen. Dann holen wir uns gleich nochmal die nächsten Tüten. Ich kann mich da echt nur wiederholen. Das ist ein echt trauriger Anblick, wenn man hier im Schilf steht und die ganzen Fische da liegen sieht. Ach, Leute. Tut das Not? Ich glaube nicht. Also, wir gucken mal. Wir gehen auch wieder rein. Wir haben ungefähr noch eine Stunde Tageslicht, dann ist vorbei. Mal gucken, was wir da noch gerissen kriegen. Sven muss sich wieder ein Stückchen weiter hinten positionieren, sonst kriegen wir ihn nicht mehr drauf. Aber wir haben es geschafft. Wir waren jetzt 2,5 Stunden tatsächlich vor Ort. Effektiv auch im Wasser. Fische ohne Ende. Wir haben die Säcke voll gemacht. Sveni, was haben wir jetzt? Ja, 19 Sack haben wir gerade so knapp durchgezählt. Ne? Wenn man jetzt mal rechnet, 19 Sack. Ah, was hast du gesagt? Circa? 20, 30 Kilo. 20, 30 Kilo. Ne, dann haben wir hier... Ja. Ich will es nicht sagen, aber es ist zu viel Fisch. Es ist über 500 Kilo Fisch, die wir beide jetzt hier fast rausgeschleppt haben. Ja. Und man muss mal bedenken, das ist wirklich auf einem kleinen Stück, also wir waren jetzt hier, das sind 100, 200, lass das 250 Meter ungefähr gewesen sein. Ja. Mehr ist es nicht. Und wenn man dann überlegt, wie groß der Bodden hier ist, wie viel da noch wahrscheinlich rumliegt oder auch unten auf dem Grund. Leute, wenn ihr die Zeit habt, bringt euch ordentliche Klamotten mit, Warthose und dann richtig feste Beutel, weil THW rückt ja heute leider erstmal ab wegen dem schlechten Wetter. Nichtsdestotrotz kann man hier am Rand garantiert auch trotzdem noch sammeln gehen. Also das würde ich jetzt mal so genau in den Raum stellen, weil Schilf stürzt ja trotzdem. Wir haben auf jeden Fall heute einen kleinen Beitrag dazu beitragen können. Und ja, ansonsten. Ja, es gibt nicht viel dazu zu sagen. Ne? Es ist traurig, es ist aber wahr. Ne? Wir haben es selber nicht glauben wollen. Wir haben gesagt, Heiko hat mich angerufen, willst du mit? Ich sage, ich komme mit. Wir kamen hierher, erst haben wir gar nichts gesehen. Und sobald man in Schilf reingeht, also denkt nicht, ihr seht von außen nichts, geht ins Schilf rein und ihr seht, was da los ist. Ne? Also wir werden jetzt die Handschuhe hier auch in den blauen Sack schmeißen und machen jetzt Feierabend, Heiko, denke ich mal. Richtig. Und dann geht's auf Richtung Heimat. Das nächste Mal ist Peter wahrscheinlich auch, oder was heißt wahrscheinlich, ich denke, dass er das nächste Mal wieder dabei ist. Dieses Mal konnte er nicht, aber wir haben unseren Beitrag für die Natur geleistet. Also von daher Daumen hoch, wenn ihr das Video gut fandet und ruhig mal in die Kommentare reinschreiben, auch was ich zwischendurch schon erwähnt habe, einfach mal sagen, oder woran liegt es, was denkt ihr, woran hat es gelegen, dass hier so viele Fische mit mal gestorben sind? Meinung einfach unten rein. Bis dann, schönen Restsonntag, bleibt gesund.